Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wir machen heute weiter. Und zwar mit der Reise Richtung Fuchsania City. So, heute geht es auf jeden Fall darum, in die Arena, an der Arena heute ein bisschen was zu machen. Ich denke, das kriegen wir heute hin. Also, schon wieder heute viele, viele Pokémon-Trainer im Haus. Boah, cool, ein Kangama, ein Vulpix, ein Vulcano, ein Fleckmon. Also, wir haben einige Trainer. Auf jeden Fall, beziehungsweise... Einiges erlebt auf der letzten Folge, in der letzten Folge. Viele, viele Trainer kämpfen. Jetzt hinter uns in den letzten zwei Folgen. Naja, fast nur eigentlich. So, dann heißt es, gehen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Bälle kaufen. Wir kaufen Bälle, keine Bälle kaufen, sondern wir kaufen Tränke. 51 Stück Hyperbälle, Quatsch. Hypertränke. So, dann gehe ich ein paar Hyperheiler kaufen. Davon haben wir nicht genug. 2. 31, das heißt, wir haben jetzt 33. So, dann gehe ich auf den Beleber. Wie viel haben wir davon? 25 brauchen wir also keine mehr. Gut, dann haben wir das Thema auch erledigt schon. Ich denke, jo, das sollte soweit passen. So, ich gehe mal Sachen verkaufen, weil ich muss jetzt gerade mal ein bisschen aufräumen. So, erstmal Nuggets weg. 6 Stück, 30.000 dafür. Dann 6.000 für das Sternstück. Die Perle. Weg damit. Brauchen wir nämlich nicht. Den Riesenpilz. Aber auch nur einen brauchen wir nicht. So, dann nehmen wir den, verkaufen wir den Sternstaub hier. Weg mit den AP Plus. Ach, die ganzen Kram hier, den brauche ich alle nicht. Die ganzen X-Spezialverteidigung. Weg damit. Megablock. Alter, unwichtig. Also meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie viele von euch da mit dem Zeug spielen. Ich werde es nicht tun. Weg damit. Alles weg damit. Damit wir die ganze Zeugs weg haben. Ja, weg damit. Und dann sind wir wieder gut aufgestellt. Gehe ich jetzt zum Pokémon Center und dann werde ich mich um die nächste Arena kümmern. Bin mal gespannt, ob er tatsächlich Pokémon wieder eine Aufgabe für uns hat. Ja, müsste eigentlich funktionieren. So, 75.000 mal wieder. Boah, passt also. So, dann gehen wir jetzt ins Pokémon Center. Das befindet sich hier unterhalb. Das heißt, wir gehen uns jetzt hier wegen. Oh, cool, eine Lapras sogar. Aber eine Enton. Ja, wir gehen jetzt gleich auf jeden Fall hier runter, runter und dann gehen wir nächste Folge immer in die Safari-Zone. Da gibt es wieder auch einiges zu entdecken. Und dann können wir uns vielleicht sogar schon in der nächsten Folge das letzte Teammitglied fangen. Aber jetzt erstmal so, erstmal gehen wir jetzt in die ins Pokémon Center und holen uns natürlich oder beziehungsweise heilen unser Team. So, dann nehmen wir da auch durch. Und dann geht's jetzt in die Arena, liebe Leute. So, mal gucken, was der gute Herr jetzt uns für eine Aufgabe stellt. Also schon mal eine gute Aufmachung. Sieht auf jeden Fall schon mal... Ja, es ist eine Gift-Pokémon-Arena, by the way. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie ist dein wertes Befinden? Wie du sicher weißt, gibt es in Fuchsania City und dank der Safari-Zone unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich das Tor dieser Arena auch nur für jene Trainer, deren Schicksalsfahrt sich mit denen vieler Pokémon gekommen haben. Um diese Arena betreten zu können, musst du beweisen, dass du mindestens 50 Pokémon-Arten gefangen hast. So, so, viele ich sehe, hast du nicht weniger als 52 Pokémon-Arten gefangen. Damit bist du als ehrwürdiger Herausforderer in dieser Arena zugelassen. Und wer ist das? Ah, es ist Koga selber. Ha, habe ich dich mit meiner Verwandlungstechnik aus dem Gleichgewicht gebracht, was? Da solltest du darauf gefasst machen, dass ich dich auch im Kampf mit diesem Kniff auf den falschen Fuß erwischen werde. Gut, er geht also da jetzt mal auf seinen Posten. Guck, es war uns nicht sagbar. Wir sammeln zur Verwechslung ähnlich, oder? Nur unserem Sprachschirm müsst ihr vielleicht etwa noch arbeiten. Wie dem auch sei, du darfst weitergehen und dann deine geheimnisvollen Attacken im Kampf persönlich erleben. So, wir werden auf jeden Fall mit unserem Hypno beginnen, würde ich sagen. Ich muss wahrscheinlich, wenn wir das Hypno-Team nehmen. Also, Sean darf also seinen ersten Weg gehen, alleine in der Arena. Da es eine Gift-Arena ist, sollte er eigentlich tatsächlich gegen die meisten Pokémon von Vorteil haben. Hey, stehen geblieben! Was hältst du von berühmten, unsichtbaren Mauern der Arena von Fuchsania City? Nein, trotzdem sieht man sie.
Also wenn man ziemlich genau hinguckt, sieht man es auf jeden Fall. Der gute Henry mit einem Nidorina. Gut, damals war es halt Traumato, Hypno und K ja, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Kadabra. Sie setzt Knirsch ein, aber. So, Psychokinese sollte es eigentlich fast. Ja, okay, so viel zum Thema. So, jetzt muss ich natürlich hoffen, dass sie sich nochmal was anderes überlegt. Das Knirsch ein, das war's dann. Also, mit der gesunkenen Verteidigung macht das irgendwie keinen Spaß. Ja, gerade. Okay, dann müssen wir es so machen. Und ich gebe mir die Zeit, kurz was zu trinken holen. Steht nur ein bisschen weiter weg. Es geht sofort weiter. So, da bin ich wieder. Es geht weiter. Mit unserem Kernkampf gegen Nidorina. So, Nidorina ist schon mal Geschichte. Weil diesmal, jetzt erwartet uns Nidorino, die männliche Form davon. Aber dieses Pokémon hat nicht genau eine Chance gegen die Hitzewelle. So, der erste Trainer in dieser Arena ist besiegt. So, das heißt, ich muss jetzt mal wieder in meine Itemtasche. Gut, dass ich Beleber habe ohne Ende. Und dass ich immer eingekaufen war. So. Moment, hier geht's weiter. Mit dem Nebel ist es relativ einfach, die Wege zu finden. So, der zweite Trainer. Erfolg hängt nicht allein von der Stärke deiner Pokémon ab. Die Strategie kann es sein. Wenn du schon mal hier bist, zeige ich dir am besten gleich, was ich damit meine. Okay, machen wir das doch. du fängst mit einem Slimer an, mein Freund. Okay. So, gut, dann gehen wir auf die Psychokinese. Ich würde langsam mal wirklich so 4-5 Level noch hochkommen. Ja, was ist das denn, ey? Aber dieses Pokémon kommt mit so einer Kacke dann noch dabei. Mit so einer Fee-Attacke. Okay, das tut es nicht. Das ist okay. Das heißt, wir können weiter drauf gehen mit der. Witz zum Thema Darts. Ich wollte eigentlich jetzt. Du fängst jetzt mit so einer Kacke auch noch mit. Du musst ein Schutzschild einsetzen. Ich würde mich nicht wundern, wenn es danach auch wieder Schutzschild einsetzt. Das ist jede Wette, dass es jetzt mit Schutzschild kommt, um mir noch die KP und noch KP wegzuziehen. Jede Wette. Das war mir irgendwie klar, wenn das Pokémon anfängt, dann kommt er so was dann. Sag mal, ist mal jetzt gut hier irgendwie. Ja, du wolltest wieder, ne? Du wolltest jetzt auf Schutzschildfarm gehen, damit ich, ich dadurch die KP verliere. Okay, dann sitzt bei so Psychrale. Ah, jetzt gehen wir nicht auf Nüsse. So, Slimog ist down. Sein Plan hat es nicht gebracht. 44 Bisaflor. Wachstum brauchen wir nicht. Aber es hat auf jeden Fall noch ein Training, noch ein Pokémon. Uiuiui, ein bisschen wechseln definitiv. Bibor. Okay, das bringt sich. Ist einfach. Bibor sollte kein Problem sein. Gut, wenigstens haben sie diesmal auch ein wirklich reiniges. Also, was heißt reiniges Pokémon? Sie haben Pokémon zumindest mit dem Typ Gift. Bibor ist ein Käfergift-Pokémon. Du darfst jetzt gegen Golbat antreten.
Fang doch nicht mit so einer Scheiße an, ey. Bibo setzt Wutanfall ein. Ja, fast. So, Geschichte. Bibo ist down. Pikachu Level 47. Und so Trainer ist wie sie. Also definitiv sind das schon mittlerweile ziemlich harte Nüsse, muss ich sagen. Okay. Aber das ist, glaube ich, der Orden des Vorwehr Richtung Sabrina gehen. Sabrina müsste eigentlich Orden Nummer 6 sein. Theoretisch könnten wir sie schon nehmen. Schon machen. Aber jetzt erstmal weitermachen mit. So, jetzt muss ich gerade gucken. So, warte mal. Da. So, nee, alles klar. Jetzt kriegst du erstmal mal die Frostprobe bei den Spezialtechniken. Okay, ich möchte den Trainer da oben eigentlich auch noch mitnehmen. So, sie kommt jedenfalls mit einem Alpollo. Das ist gut. Spuball. Ah, komm, jetzt kommt ein Tiefschlag. Das war mir irgendwie fast klar. Sag mal, habt ihr echt so eine Angst zu verlieren? Na gut, ich gehe das. Das hatte ich eigentlich vorher erwartet schon. Typen hat keine Chance in dieser Arena. Hypno hat keinen Stich in dieser Arena. So, Beutel. Beleber. So, dann lassen wir das draußen. Okay, das war ein Versuch wert, ne? Bin sauer. Jetzt hat es natürlich Tiefschlag ein. Tschüss, Apollo. Level 33 für Hypno. Er bleibt bei Apollo. Das heißt, wir bleiben auch bei Garados. Das überlebt noch. Jetzt kommen die Toxin. So, Apollo ist down. Für mich jetzt nicht wundern, wenn es noch ein drittes Apollo dabei hätte. Und Level 40, glaube ich, jetzt für Garados endlich. Ja. So, es hat weiteres Apollo, das war mir irgendwie fast klar. Das heißt, wir setzen jetzt Knirsch ein. Mit Glück können wir das nämlich sogar ownen. Tun wir auch. So, seine drei Apollos sind durch. 42 für Golbat. Sehr schön. Leider entwickelt sich Golbat nicht zu X-Bart, das wäre schön. Das gibt es mir leider hier nicht in dieser Edition. Dass ich bei Heiler jetzt mittlerweile habe. Früher habe ich als Zauberer gearbeitet, aber mein Traum war es, immer ein Ninja zu sein. Dieser Traum hat mich schließlich in die Arena von Xenoxania City geführt. Ja. So.
Ich habe ja nicht gerade erst meinen Hyperheiler gesetzt, um dieses Pokémon wieder zu entgiften. Und wiederkommen ist mit Toxin. Das war mir fast irgendwie klar. Warum Spuppe? Och Leute, ey, spielt ihr irgendwas anderes außer Toxin und Schutzschild? Jedes Mal. Es ist quasi so vorhersehbar, dass sobald man Toxin eingesetzt, dass man eine Elixrunde mit Schutzschild farmen muss. Ja, und direkt das ganze Spielchen nochmal. Mach es jetzt 10-mal hintereinander, damit du wirklich lange. Damit ich jetzt wirklich an deinem scheiß Gift sterbe, oder was? Ja, genau. 3-mal hintereinander angreifen, kein Problem. Ah, leck mich doch am Arsch, Alter! Boah, Alter, das ist so langweilig, ey. Das ist jedes Mal die gleiche Scheiße. Man setzt Toxin ein, man setzt 2-mal Schutzschild ein, um die KP so weit runter zu bekommen und dann setzt man, haut man drauf. Es ist so langweilig, ey. So, jetzt gehen wir nicht auf den Sack, jetzt haben wir das ganze Ding nochmal. Oh, kannst du deinen Lieblingsmove nicht machen? Gegen ein Gift-Pokémon? Mann, ey. Tschüss, Apollo. Oh, Alter. Eben mal die gleiche Scheiße. 4 Apollos hintereinander gehabt. So, dieser Jongleur hieß Chuck und wurde besiegt. Und wir dürfen wieder einen Trank einsetzen, wie bei jedem Trainer mittlerweile. Weil wir müssen ja die gleiche, müssen nochmal probieren. Es wird ja so langweilig, weil man ja nur Toxin und Dings einsetzt. So, warte mal. Müssen wir noch hoffen. Gerade wenn ein Trainer irgendwo ist. Hier unten müssen wir was sein. Ich vermute, dass hier noch einer ist und der letzte dann Koga ist. Und dann sind wir durch mit der Arena. Eieieiei. Tut mir jetzt einen kleinen Gefallen. Bitte mach nicht sowas nochmal. Das nervt. Chinese. Jetzt kurz dunkel nehmen, farmen bis zum geht nicht mehr. Reicht nicht, mehr, um Stone zu kriegen. Jetzt sind wir noch mit 8 Level underlevelt. So, Paralyse. Ich hoffe, dass die nicht greift. Nein. So, also zieh da ein. Aber keinen. Jetzt hat er wahrscheinlich 3 A-Box. So. Und er kommt wieder mit Giftblick. Ach, kann man mal irgendwas, eine andere Variante spielen, außer immer die gleichen Mist?
ganze Ding nochmal. Komm, jetzt hauen wir mit Hitzewelle drauf. Ich will dieses Sabo besiegen hier nicht. Das überlebt es natürlich. Es überlebt es natürlich. Jetzt kommen wir nochmal mit Gift-Hieb, damit wir nochmal Ärger machen. So, endlich. Drei Arbox besiegt. So. Gut. Ich glaube, dann sind wir mit Skoga jetzt der nächste. Moment. Ich muss jetzt tatsächlich nochmal was machen. Ich muss das Team wieder aufbauen. Weil es ist ja nicht so, dass man nur Langeweile, dass man immer den gleichen Scheiß spielt. So. Team. Bewegen. So, das muss ich jetzt anders bauen. Ich weiß leider nicht, wie Koga jetzt kämpft. Ach so. Ein Kind wagt es, Ninja Meister Koga zum Kampf herauszufordern. Lachhaft. Du wirst feststellen, dass jeder meinem Gefährlos ausgesetzt. Das Ende kommt langsam und unausweichlich. Meine geilen Ninja-Techniken werden dich schon auf den giftigen Boden der Tatsachen zurückholen. Ja. Schauen wir mal, nie. Gut, dann greifen wir jetzt an. Und zwar weiter drauf. Er hat vier Pokémon. Und beginnt mit Smogmog. So, gehen wir jetzt erstmal mit Wodidon. Ja, das war mir fast klar. Er spielt genau den gleichen Crap. Wahrscheinlich. Er fängt an mit Schutzschild, um mir wirklich langsam wieder AP wegzuziehen. Aber ist mal gut jetzt. Erstmal mit deinem. Mit deiner Donnerwelle drauf. Also, dieser Trainer wird definitiv. Ja, ist klar. Und jetzt kommst du gleich danach wieder mit Schutzschild. Es wird nicht einfach werden. Das kann ich immer jetzt behaupten. Och Mann. Och Leute, gib mir die. Nerv doch nicht mit dem gleichen Mist. Ich erwarte, dass es nicht einfach wird. So, das erste Ding ist durch. Aber das ist Paralyse. Donnerblitz. Komm, greif an. Tut es. Erste Pokémon schon mal down. Schon mal das erste nervige Ding down. Ich muss jetzt Pikachu ziehen. Er setzt Slimog ein. Für Slimog setze ich Miguel ein. Schaufler. Gut, dass ich zwei Versuche habe. Welch eine Überraschung, dass genau die gleiche Scheiße, das Smogmog probiert hat, jetzt auch mit Dings ist. Ich wette, dass er danach wieder Schutzschild packt. Jede Wette, dass er den Move jetzt nochmal probiert. Deswegen werde ich jetzt auch vorgreifen. Ja, es war mir fast klar, dass du genau das probierst. Deswegen werde ich jetzt auch definitiv mit dem Schaufler angreifen müssen. Ich frage mich, was hat er noch?
Spontan würde ich sagen Omot und Golbat. Jawoll! Bloß nicht irgendwie noch in irgendwas reingeraten, was unnötig ist. Down. Auf jeden Fall. Das Golbat hat er. Das Problem ist einfach, jetzt habe ich aber nichts dagegen. Weil Pikachu ist schwer angeschlagen. Ich muss den Tausch machen. Golbat war mir fast klar. Kaskade. Das ist doch nicht wahr. Das ist eine langweilige Taktik. Er ist ein drittes Pokémon und er hat das dritte Mal jetzt ein Pokémon mittlerweile vergiftet. Und ich wette, dass er jetzt genau den gleichen Move wieder probiert, nämlich Schutzschild. Nein, er ist jetzt fliegen. Das heißt, er kommt so runter, trifft aber nicht. Daher ist es mir herzlich egal. Und das Golbat ist down. Bis vor uns irgendein Unfug machen. Jetzt vermute ich noch auf dem Omot. 34 für Hypno. So, das letzte ist ein Omot. Das letzte ist Omot. Okay, dann probieren wir es so. Ja, ich meine, es ist Akani jetzt. Ich gehe auf Hitzewelle. Zumindest kannst du kein Toxin einsetzen jetzt. Aber du kannst das mit der Kinderkartentaktik, mit der Schutzschild, mit dem Schutzschildfarben kommen. So, ich gehe jetzt auf Hitzewelle. Ich will dieses Pokémon so schnell wie möglich down kriegen. Das probiert es tatsächlich mit Schutzschild. Das war für mich einfach nur logisch. Das macht dieses Pokémon. Jawohl! So, jetzt bitte komm, einmal noch. Schutzschild greift nicht gegen Omot. Die Hitzewelle umso mehr und Omot ist down. Wir haben auch nur 5. Wir haben Koga dann doch irgendwie besiegt. Und er war eine harte Nuss, weil er genau immer wieder diese Taktik probiert hat. Mit Toxin und Schutzschild und CKP wegzuziehen. Doch, sind wir relativ schnell durchgekommen. Also, ich bin eigentlich zufrieden. Doch. Du bist ein würdiger Kämpfer. Ich wurde geschlagen. So sei es. Der Seelenorden gehört dir. Ja. Yeah. Orden Nummer 5. Da du nun den Seelenorden besitzt, gehorchen dir alle Pokémon Level 60, auch wenn du sie von einem anderen Trainer erhalten hast. Das hier sollst du auch haben. Und die Team 27 Toxin. Sehr schön. Hinter der Team 27 verbirgt sich eine Attacke, die seit 400 Jahren in meiner Familie weitergegeben wird. Toxin. Ein Pokémon, das mit Toxin vergiftet wird, erleidet Runde für Runde mehr Schaden. Ja, ich hab's gemerkt. Mit dieser fürchterlichen Attacke wirst du hier einen wahren Albtraum für jeden Gegner. So. Gott sei Dank. Damit haben wir das Thema Koga schon mal abgearbeitet. So, dann gehe ich jetzt hier kurz ins Pokémon Center und dann mache ich hier Feierabend. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge mit der Safari-Zone. Und dann können wir tatsächlich unser letztes Teammitglied holen. Zack, 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 zack. Unsere Pokémon sind auf jeden Fall unsere Wut. Gut. Okay, dann sind wir das Thema durch. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sind zur nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und jetzt, also morgen geht's dann in die Safari-Zone. Bis dahin. Auf Wiedersehen.